Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat der Ukraine weitere zivile Hilfsleistungen zugesagt. Waffenlieferungen lehnt Berlin ab, obwohl Kiew Deutschland diesbezüglich um Unterstützung gebeten hatte. Mit ihrem zweiten Ukraine-Besuch innerhalb nicht einmal eines Monats, so Baerbock, wolle sie ihre Solidarität dem Land gegenüber unterstreichen. Wir haben deswegen eine Reihe von harten Maßnahmen gemeinsam gegenüber Russland für diesen Fall vorbereitet. Aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtung von allen Partnern, aber insbesondere auch meines Landes. Ja, wir sind auch bereit, selber dafür einen hohen wirtschaftlichen Preis zu bezahlen, denn es geht um die Sicherheit der Ukraine. Baerbock reist nach ihren Gesprächen in Kiew in den Osten des Landes weiter, um sich im Krisengebiet ein Bild von der Lage zu machen.